Herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf Godecard, dem besten YouTube-Channel, was Pokémon-Karten angeht natürlich. Was zum Besten. Oder was halt für mir kommt, das ist deine Meinung dazu. Wir haben hier einfach ein paar, also zu den Shiny Star V-Packs, die ich bestellt hatte, von denen ich auch schon welche aufgemacht habe, hat er einfach der Verkäufer ein paar random Packs dazugelegt. Keine Ahnung, ob da irgendwas drin sein wird am Puls. Zweimal Shocking Gold Tackle, Legendary Heartbeat Einpack, Explosive Flame Walker und ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie das Set an sich heißt. V-Max, Japanisch. Ja. Also, keine Ahnung. So. Das ist schlimm für dich? Ja, ich warte immer noch, bis du sagst, dass du eine Karte wieder reingeschmissen hast. Ich weiß nicht, muss man, wie geht der Card-Trick, Nico? Bei dem? Muss man was machen, oder? Ich glaube, warte mal kurz. Eine nach vorne? Eine nach vorne. Eine nach vorne. Eine nach vorne. Legendary hat nur zwei. So. Makaro. Elektro-Zebra, ne? Natürlich. Ja, das ist das andere. Ich weiß ja nicht, wie es heißt. Ja, Zebritz. Zebritz. Oder ist das die Weiterentwicklung? Nein, nein, nein. Ja, ein Palimpalim. Und ein Tentante. Ach ja, das war ein Dino mit 5? Ja. Ja. Also ich meine, kann natürlich auch sein, dass hier einfach nichts drin ist. Ja. Man weiß es nicht. Ich würde den besten davon ausgehen. Aber ja, eigentlich vom schlechtesten ausgehen, ne? Dass man, weil wenn man dann was zieht, dann warten wir noch mehr. Ja, richtig. Also, wenn man keine Erwartungen hat, immer mit sehr niedrigen Erwartungen. Eigentlich. Ein Drohnenbottom, Trumpy, Ocelot. D4 und Tangolist. Oh, ja, das ist Apple. Lee. Ich weiß nicht, was wir als nächstes aufmachen? Legendary Heartbeat, sagst du? Amazing Rare ist da. Amazing, wenn du jetzt Amazing Rare. Aber ich denke nicht, dass da ein Amazing Rare drin ist. Aber wenn du eine bekommen würdest, wirst du tauschen gegen das Rayquaza. Ich hätte nämlich voll mehr Bock auf Rayquaza oder Giraffe, wenn ich ehrlich bin. Wenn ich Rayquaza oder Giraffe hätte, würde ich es auf jeden Fall nicht tauschen. Du sagst zwei nach vorne? Ja. Ich bin mir 100% sicher. Wollen wir nicht tauschen, ja? Nee, weil ich die ja selber habe. Trading, ein Trading Card. Ja, das ist aber ein Downtrade für mich, weil die beide mehr wert sind als das. Glaube ich nicht. Riolu. Oh, wieder eine Holo. Zeraora heißt es, glaube ich. Ne? Du hast gelogen, Mirko. Es sind drei nach vorne. Oder? Ja. Drei nach vorne? Muss ja, ich habe zwei nach vorne gepackt. Oder ich habe vielleicht auch noch eine. Ich bin mir nicht sicher, weil ich glaube, wenn du nämlich Dings nach vorne, drei nach vorne gepackt hättest, wäre. Ach, das ist wegen den Double Hits, ne? Ja. Ja, dem V-Remix. Richtig. Jetzt da. Dann wäre nämlich. Stimmt. Deshalb waren wir ziemlich kurz vorne nach vorne. Weil sonst hat man die V-Max vorne direkt. Richtig. Das wäre ein Spoiler. Genau. Da habe ich keine Ahnung, wie viel nach vorne machen muss. Oder wie viele Karten sind es denn? Fünf. Dann würde ich eine. Ich würde mal eine nach vorne machen. Ich sage, glaube ich, einen Fehler aus. Das ist ein Ankommen halt. Ne? Okay, hier ist ja nicht, dass du eine Guaranteed Rare hast. Ja, stimmt. Das ist ja hier anders. Und die da. Und so wie die Entwicklung von Lockups. So, und das letzte. Die Max und wahrscheinlich die Unfälle starten, die die Max finden. Gar keine Ahnung. Ja, das ist ja ein normales, also generell die normalen Sets eigentlich, ja. Mr. Rhyme. Mr. Rhyme? Ja. Weil das ist ja das Pantyfrost. Ah, okay. Und das war Milo. Ja, ein Hitkartenmann. Ich habe jetzt aber auch nichts erwartet eigentlich. So. Ja, das war's mit dem Video. Bis zum nächsten Mal.